war am Schluss leider nicht erfolgreich, war das Spiel. Wie auch immer. Bei den Trainer kann ich sicherlich nicht groß vorstellen, den Anwälten bekannt, weil die Mitglieds. Als Gästetrainer wird zunächst, denke ich mal, sein Statement abgeben. Danach spricht Walter da Silva und im Anschluss können natürlich die Vertreter der Scheiben in Zunft auch noch ihre Fragen gern loswerden. Bitte, Herr Mitglieds. Also ich bin erstmal richtig, richtig froh, dass wir hier das Spiel gewinnen konnten. Weil das war ein richtig, richtig hartes Stück Arbeit. Also ich denke, hier wird es viele Mannschaften geben, die hier Punkte lassen. Weil der erste Fall ja, richtig gut Fußball gespielt hat, auch haben auch sich rausgespielt, Chancen rausgespielt in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit bis zum Schluss dran gewesen, dann den Ausgleich erzielt. Man sieht halt, dass hier richtig gute Arbeit geleistet wird. Und wie gesagt, ich bin einfach nur froh, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Altes Sprichwort, deshalb warten das selber mit deinem Statement. Ja, ich weiß auch nicht, ob es so lange wird. Ja, muss ja nicht. Ich glaube, er hat da fast alles gesagt. Wir haben wirklich als Halbzeit ganz gut gespielt und glaube, die ganzen Zuschauer haben wirklich gute Spiele gesehen von beider Seite, wirklich gute Chancen. Und vielleicht haben wir zwei oder drei mehr und hat die Freitag nicht gewonnen. Das ist normalerweise machen wir 1-0 und dann Nachspielzeit und dann kriegt man so. Kriegt man so ein Tor, so wie jetzt gerade möglich ist, dass wir mal wirklich so einen Sonntagsschuss oder so einen platzierten Schuss dahin zu kommen und dann legt die Reste mal hinter. Und haben wir noch ein bisschen geatmet, können wir in die Kabine eingehen und dann haben wir ein oder andere Sachen korrigiert und dann haben wir noch geschafft, diese 1-1 zu machen. Und ja, wir haben weiter ein bisschen zu lange gefeiert und wir haben auch nicht hinter uns nicht aufgepasst. Das ist eine Sache, das normalerweise wir sehen, das ist richtig gut, dass immer von außen nach innen gehe und wir haben natürlich diese Gasse freigelassen und genau hat die Jungs von René ausgenutzt und dann liegt es schon wieder hinter 1-0 und gegen den FC oder gegen den Stärkenmannschaft und Profilmannschaft hinterlegen ist immer schwer, hinterher zu kommen und wir haben natürlich alles versucht mit den zwei großen Stürmer vorne und da haben wir auch ein bisschen Probleme gehabt, weil wenn ich mal zwei große Stürmer vorne wechseln, dann würde man gerne, dass wir über die Außen spielen. Und dann, wir haben angefangen, nur über Wangerwerte zu spielen und das funktioniert auch nicht und wird natürlich von draußen gesehen ein bisschen gefährlich, aber in Wirklichkeit nicht mehr so von dem Fußball nicht so optimal und deswegen muss man daran arbeiten, vor allem mit der Standesituation, das kann man nicht sein, wenn wir mal drei, vier große Stürmer da vorne haben und dann jedes Mal, dass der Ball irgendwie wegfliegt und dann fliegen wir sofort auf Torwart, dass man muss da wirklich achten und da muss man natürlich auf diese Arbeit. Aber ich glaube, das war ein gutes Spiel und wir haben alles versucht und haben leider wieder nicht geschafft. Dreimal gegen den FC jetzt gerade hintergelegen oder verloren, aber irgendwann kommen wir hin und wie gesagt, dass die Jungs können nicht aussehen. Die Standesituation kann gültig jetzt aufbauen, weil er hat alles gekämpft, hat alles gegeben. Wir haben so aus der letzten Minute reingekommen, aber leider nicht geschafft. Und ja, das geht weiter, wie gesagt. Und wir versuchen mal wirklich die nächste Spiele sofort Druck machen und diese Leidenschaft, die wir hier heute gebracht haben, auf die nächste Spiele bringen. Und dann glaube ich, dass wir weiter auch. Danke. Gibt es Fragen? Ja, doch, Jens! Wir haben jetzt ein Spiel, wir haben einfach nicht gut Fußball gespielt. Nicht das, was wir von der Spieleröffnung her, vom Chancen her rausspielen, nicht die Kompaktheit, haben wir Schwierigkeiten gehabt. Aber ich denke auch, weil der Gerstorf das halt auch sehr, sehr gut gemacht hat. Auf der anderen Seite haben wir dann eine Chance, wo wir vom Lerntor den nicht reinschießen, dann haben wir nochmal eine Chance, wo er alleine vor dem Torhüter steht. Man muss dann natürlich die wenigen Chancen, die man hat, und das waren ja sehr gute Chancen, auch natürlich auch noch nutzen. In der zweiten Halbzeit dann alleine vor dem Tor, muss ich nur querlegen und das Ding ins leere Tor schießen. Das sind so Dinge, daran müssen wir halt arbeiten, da konsequenter zu sein. Erstmal überhaupt unser Spiel durchzubringen auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann aber auch so konsequent zu sein, dann die wenigen Möglichkeiten oder die Möglichkeit, die man hat, konsequent zu nutzen. Weitere Fragen?
Vielleicht noch einen Satz zum Robert Koch, sein erstes Spiel seit, ich glaube, 10 Jahren in Oberstdorf. Ja, das ist ja schön, dass er wieder zu Hause ist, das ist klar. Aber sie sieht schon, dass sie ein bisschen Schwierigkeiten noch haben, dass er wieder die Spielplatz spielt. Aber ich glaube, dass er selbst seit Jahren bessere Kraft gehabt hat, wirklich gut gespielt und hat gute Torchance gehabt. Und wir werden auch weiter arbeiten mit ihm. Und ich bin mir vollkommen sicher, dass der uns mal wegkommt. Gut, also wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, wie gesagt, nochmal bitte ein Verständnis für das etwas improvisierte Ambiente hier mitten in der Turnhalle, aber das wird beim nächsten Mal sicherlich etwas die Wurfhalle ablaufen. Ich will jetzt hier einen Platz. Naja, es soll schon stimmen. Also, und ich hoffe, dass er wenigstens jetzt ordentlich hier duschen und ordentlich hier sanitäre Uniform findet. Die Kabinen sind noch nicht. Naja, die Kabinen sind. Du wirst die Kabinentür mal abschneiden. Weil? Weil sonst jeder hinkommt. Gut, einmal geht es noch, was jetzt lang. Kleine Stadt, was jetzt lang. So, also wie gesagt, dann danke ich für das Interesse an dieser kurzen Improvisierung, was ich heute weiß. Ich wünsche allen noch einen guten Nachhauseweg und ein schönes Wochenende. Danke. Und viel Erfolg in den nächsten Spielen. Danke.